Jede richtige Antwort 500 Euro, ein Publikumsjoker für beide Teams und ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Ja. Also, bis auf Rock'n'Roll ist das für mich alles heute. Bernhard, wärst du bei Großbritannien dabei? Aber natürlich bin ich bei Großbritannien dabei. So. Damit fangen wir an. Die erste Frage. Die britische Spitzenbeamtin Sue Gray, die die Partys der Johnson-Regierung im Rahmen einer Kommission untersucht hat, A, war vorher die Eventplanerin des Königshauses, B, war in den 1970ern eine Pionierin des Disco-Pops oder C, führte in den 1980ern einen Pub in Nordirland. Das habt ihr doch bestimmt mal vorgelesen. Oh mein das Gott, habt ihr doch mal ich vorgelesen. Hab's befürchtet. Das fängt ja gut an. Bernhard, hast du eine Ahnung? Nein, aber ich mache das ja nicht beruflich. Ja, ja. Hm. Ich dachte, also, als ich das dachte ich, das ist. Wobei ich glaube, im Zusammenhang mit den Antwortmöglichkeiten ist das keine Nachricht, die ihr jetzt im Heute-Journal oder in den Heute-Nachrichten. Nein, aber es wäre natürlich sehr interessant. Und das sind ja genau die Details, die uns auch, also uns Nachrichtenleute, sehr interessieren. Wie alt ist die denn ungefähr? Tja. Kann die in den 70ern schon Pionierin des Disco-Pops gewesen sein? Das heißt, die wird dann ja. Denn wir müssten jetzt um die 70 sein, so, sagen dann, wir mal, wenn sie damals die, um die 20 war, das da ist sie jetzt, das kommt bestimmt nicht hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Boris Johnson so eine alte Kollegin hat. Ja. So. Führte in den 80ern ein Pub in Nordirland. Ja, ich meine, sowas könnte es sein, denn ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass sie Eventplanerin des Königshauses war. Das möchte ich ausschließen. Ich werde einen Teufel tun, bei einem solchen Thema der Intuition von dir zu widersprechen. Nur ganz kurz, weil sie ist ja eine Spitzenbeamtin, das heißt, sie ist nicht gewählt. Kann es sein, dass sie schon als Beamtin im Königshaus war? Nur als letzter Gedanke, bevor ich dann C sage. Komm, lass uns C sagen. Wir sagen C. Ja. Nicht zu viele Gedanken. Nein, 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 da überhaupt nicht, das ist alles. Sue Gray ist eine hochrangige britische Regierungsbeamtin. Bis Januar 2022 leitete sie eine Untersuchungskommission rund um die sogenannte Partygate-Affäre. Während einer Phase der Corona-Pandemie mit strengen Kontaktbeschränkungen gab es mehrere feuchtfröhliche Treffen in der Downing Street. Gray arbeitet bereits seit Ende ihrer Schulzeit im öffentlichen Dienst mit einer Pause Ende der 1980er Jahre. Da kaufte und führte die als streng und akribisch geltende Gray einen Pub im nordirischen Newry. Erste richtige Antwort. Es ist immer wichtig, dass man gut reinkommt. Die ersten 500 Euro.